Wer in Frankreich zu einem festlichen Weihnachtsessen eingeladen ist, bringt traditionellerweise Pralinen mit oder eine Schachtel Marron Glacé, glacierte Maronen. Einmal im Jahr diese köstlichen, in Zuckersirup getränkten Maronen im Munde zergehen lassen. Aber beginnen wir ganz von vorne. Zwei Bäume, können Sie sie bestimmen? Rechts eine Edelkastanie, auf Französisch Châtaignier, und links eine Rosskastanie, un Marronnier, auch Marronnier commun genannt, gemeiner Marronnier. Gehen wir näher heran, sehen wir, dass die Blätter sich unterscheiden, die Blüten auch. Schauen wir uns nun die Früchte an. Vorsicht, das piekst. Rechts eine Edelkastanie in ihrer Fruchtschale mit vielen feinen Stacheln. Links eine Rosskastanie, die mit deutlich weniger Stacheln versehen ist. Machen wir die Schalen auf. Hier eine Châtaigne auf Französisch, eine Edelkastanie auf Deutsch oder auch Esskastanie. In manchen deutschen Gegenden werden die Esskastanien auch Marone oder Maroni genannt. Und links die Frucht der Rosskastanie, le marron d'Inde, wörtlich indische Marone. Vorsicht, die Franzosen nennen diese Früchte der Bäume, die auf vielen französischen Schulhöfen Schatten spenden, in der Regel nur marron, ein schwerwiegender Fehler. Diese Früchte sind nämlich giftig, zumindest für den Menschen, für Pferde offensichtlich nicht. Auf Deutsch heißen sie nämlich Rosskastanie, genau Ross wie Pferd. Sie sehen, dass die Rosskastanie viel runder ist als die Esskastanie, die zudem ein kleines Schwänzchen hat. Bei der Rosskastanie gibt es keins. Hier sehen wir zwei Esskastanien. Öffnen wir diese hier. Sie enthält zwei Früchte, zwei Kastanien, das ist meist der Fall. Öffnen wir nun diese hier. Sie enthält nur eine große runde Frucht. Diese dicke Kastanie nennen die Franzosen Marone, Marron. Auch wenn die Bezeichnung Marron für die Frucht der Edelkastanie, gelinde gesagt, paradox ist. Bevor wir zu den glacierten Maronen kommen, ein paar Worte zu den Esskastanien. In Südeuropa stellte man daraus ein kalorienhaltiges Mehl her, aus dem Pfannkuchen gemacht wurden. So bewahrte die Esskastanie viele vor der Hungersnot, weshalb der Kastanienbaum auch Brotbaum genannt wird. Bevor man die Kastanien erhitzt, muss man sie einritzen, sonst platzen sie. Man kann sie direkt in die Asche legen oder in eine Pfanne mit Löchern, damit sie so heiß wie möglich werden. Dann schält man sie und verbrennt sich die Finger, macht nichts, es ist ja Winter. Heiße Maronen, chaud, chaud, chaud les marrons, dieser winterliche Ruf gehört zum französischen Lokalkolorit, auch wenn man ihn heutzutage immer seltener hört. Doch zurück zu unseren Marron Glacé, den glacierten Maronen. Sie werden nur aus den schönsten, dicken Esskastanien, den Marron, hergestellt, die famosen Marron Glacé. Man taucht sie in immer höher konzentrierten Zuckersirup. Das ist langwierig und heikel, denn sie dürfen dabei nicht kaputt gehen. Das ergibt zuckersüße Maronen, die auf der Zunge zergehen, göttlich. Glacierte Maronen sind teuer. Man sollte also lieber einmal im Jahr eine einzige, hervorragende glacierte Marone essen, anstatt viele mittelmäßige, trockene, die zerbröseln und schwer im Magen liegen. Und eines Tages in der Ardèche, wo viele Kastanien wachsen, hatte ein gewisser Clément Faugier, als er dabei war, schöne glacierte Maronen herzustellen, endgültig die Verschwendung satt, die ihre Herstellung mit sich bringt. All diese Kastanienstückchen. Da kam er auf die Idee, aus diesen Maronenabfällen einen dicken, entsetzlich süßen Brei herzustellen, den er Crème de Marron, Maronencreme, nannte, nicht zu verwechseln mit Purée de Marron, Maronenpüree, das man in Frankreich zur Weihnachtsgans isst. Tja, unmöglich, einem Deutschen erklären zu wollen, welche tiefe Verzweiflung einen Franzosen in Deutschland befällt, der sich an einem langen, düsteren Winterabend nicht mit dem Auslöffeln einer Dose Maronencreme trösten kann, weil es die in Deutschland praktisch nirgendwo gibt. Unmöglich, einem Nicht-Franzosen dieses regressive Ritual zu beschreiben, das pappsatt macht, aber ach, so tröstlich ist. Unmöglich.